Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video lernst du unser Blut näher kennen. Du lernst die einzelnen Bestandteile des Blutes kennen und erfährst etwas über die Aufgaben der Blutbestandteile. Du solltest bereits etwas über den Aufbau tierischer Zellen wissen und die Formelzeichen für Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid kennen. Aus der Mathematik solltest du dich mit der Prozentrechnung auskennen und eine Vorstellung von der sehr kleinen Längeneinheit Mikrometer sowie der Größe eines Kubikmillimeters haben. Blut ist ja bekanntlich ein besonderer Saft. Jeder Mensch hat etwa 5 bis 7 Liter davon in seinem Körper. Doch woraus besteht es eigentlich? Blut enthält sowohl flüssige als auch feste Bestandteile. Durch eine Blutsenkung kann der Anteil der flüssigen und festen Bestandteile sichtbar werden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com